Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baldur's Gate Dark Alliance 2. Wir sind jetzt in Baldur's Tor angekommen und der Timo ist auch noch dabei. Jo, moin. Der dreht hier gerade im Kreis. Ich drehe gerade am Rad. Und so. Achso, wir haben hier keine Waffen, deswegen ich wundere mich gerade. Hier ist der Hauptmann, mit dem können wir mal eben kurz gucken, was für Sachen wir alles mitgenommen haben. Ja, dann würde ich auch gucken. Wir haben ordentlich viel eingesammelt noch. Ja, das stimmt. Wir haben letztes Mal die Schenke da von den Banditen befreit. Ich habe hier Stiefel, die könnten dir vielleicht passen. Das Problem ist, ich konnte ja die anderen auch schon nicht tragen. Ich versuche, kann es gleich mal probieren. Immer abgelegt. Ja, ich guck mal, was ich hier noch Die haben nur plus 2, meine haben plus 3, also. Hab ich denn irgendwas Tolles noch? Ich habe noch eine Armbrust 3 bis 6, wie ist deine? Ah, du hast auch eine 3 bis 6. Ja, aber ich habe hier oben auch noch eine, warte mal, ist die sogar besser? Ja, ist die Standard. Na gut, also viel Besseres habe ich momentan nicht. Nee, ich auch nicht. So, warte, ich probiere mal die Stiefel. Haben wir jetzt eigentlich das Geld zusammen oder hat jeder sein eigenes Geld? Nee, wir haben unser eigenes Geld, glaube ich. Also, ich darf die Stiefel nicht tragen. Zur Ausrüstung mit diesem Gegenstand benötigt ihr bessere Rüstungsfähigkeit. Muss ich mich aufrüsten. So, gut. Gut, das kann ich ja noch machen. Ja, dann reden wir mal mit ihm hier. Seid gegrüßt, Abenteurer. Ich bin Solos Dunkel, Hauptmann der Wache. Habt ihr neue Gerüchte gehört? Wenn ihr Gerüchte sucht, probiert es besser in einer Schenke. Der lila Lindwurm ist ganz in der Nähe und sollte ausreichen. Ja. Ich habe aber vielleicht Arbeit für euch. Ja. Gefährlich, aber gut bezahlt. Das hört sich gut an, ne? Okay, erzähl mal. Hast du gedeutet? Vor kurzem zogen drei Abenteurer durch die Kanalisation der Stadt, wo sie Monster töteten und Portale öffneten. Das war ich. Jetzt wimmelt es in den Kanälen von allen möglichen aasfressenden Biestern. Biestern, die ich tot wünsche. Die Stadt zahlt gut. Denkt ihr, ihr könnt das erledigen? Ja, das war wirklich ich. Im ersten Teil war man in der Kanalisation unterwegs und hat die umgebracht. Okay, gut, ich kehre wieder, wenn alle tot sind. Ja, nehmen wir das mal an. Ne? Ja, machen wir. Aber erstmal gehen wir zum Händler. Zum Händler und im lila Lindwurm kriegen wir halt dann noch Randala. Du hast schon die Karte weggemacht. Ich habe aber gar nicht drauf gedrückt gerade. Was ist das? Oder vielleicht nach dem Gespräch, dass es automatisch. Wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Das kann auch sein. Hier ist ein Speicherpunkt. Ja, machen wir ruhig mal eben. Ja. Aber ich mach mal eben auf einen anderen Punkt, weil jetzt haben wir eine andere Session, nicht, dass hier was schief geht bei der Aufnahme. Deswegen gehe ich mal eben auf den da. So. Okay. Der Händler war doch hier oben rechts irgendwo, ne? Habe ich irgendwie so eine Erinnerung. Da ist er doch schon. Sehr schön. Jetzt können wir kaufen. Willkommen, mein Freund. Moin. Wenn ihr auf der Suche nach einer guten Klinge seid, oder sagt nur, ich kenne euch doch. Ihr seid der Abenteurer, der Randella Brasshorn auf der Handelsstraße geholfen hat, richtig? Das ist richtig, aber woher weiß er das? Riechen Goblins wie Pferdeäpfel? Ja, ich frag das mal. Hoho, es ist eine Ehre, euch zu treffen. Randella lobte euch in den höchsten Tönen und ihr rockt Gold. Ich bin Bartley, ein Händler, und mein Laden kann sich der feinsten Angebote rühmen. Da steht übrigens einer neben dir und guckt die ganze Zeit irgendwie so komisch durch die Gegend. Irgendwie ist das ein bisschen gruselig für dich. Ja, sieht merkwürdig aus. Auch steht der gute Durbin bei mir in Lohn und Brot. Ein geschickter Zwergenhandwerker. Wenn ihr als Ausrüstung maßgeschneidert oder zerlegt haben wollt, wird meine Werkstatt euch gute Dienste leisten. Das hört sich gut an. Wie arbeitet diese Werkstatt? Was hat euer Laden zu bieten? Ja, wegen dem Zwerg. Es gab doch einen Zwerg in der Stadt. Den konnte man Geld geben und dafür hat man noch irgendwas bekommen. Stimmt. Richtig. Ja, man musste ihm was schenken praktisch, ne? Ja, und dann hat er sich später bedankt, genau. Gut, erstmal würde ich sagen, die Sache verkaufen, die wir nicht brauchen. Erstmal den ganzen Scheiß verkaufen, den wir nicht brauchen, richtig? Wir haben das Geld zusammen, guck mal. Verkauf was? Stimmt, dann müssen wir uns das gleich aufteilen, okay. Ja, kommen wir schon irgendwie klar, ne? Wenn ihr Waffen braucht. Oder Rüstung, um euch vor den Waffen anderer zu schützen, seid ihr hier am richtigen Ort. Aber guck mal, die Lederstiefel haben den gleichen Schutz, nur sind nicht so schwer. Vielleicht kannst du die nicht anziehen, weil die irgendwie... Nee, das hängt mit meiner Rüstung zusammen. Ja. Aber du brauchst die ja eh nicht, ne? Dann verkaufe ich die. Nee, ich brauch die nicht. So, jetzt ist der ganze Kram hier. Warte mal. Der Bogen brauche ich nicht. Soll ich das Kurzschwert überhaupt behalten? Ich meine, das ist ja viel besser, das Kurzschwert hier, wenn überhaupt. Ja. Ihr werdet keinen anderen Händler finden, der mit meiner Qualität und meinen Preisen mithalten kann. Ich versorge das. Wollt ihr wirklich also verkaufen? Ja. 2 bis 3. 2 bis 6.
Ja, Dolch hat aber nicht so eine Reichweite wie das Ding, ne? Also normalerweise brauche ich eigentlich keine drei Waffen. Ich verkaufe, glaube ich, alles. Edler, schützender Kampfstab. Ah, hier sind schon magische Waffen. Den könnte ich, den Morgenstern könnte ich vielleicht noch behalten hier. Boah, die kosten aber auch richtig viel, ne? Also Regeneration, also hier ein Amulett kann ich noch verschärfen. Guck dir mal die Waffe, die Waffe an, Alex. Ich kann das hier gerade nicht lesen, weil diese dusselige Axt da... So. Also eine andere Rüstung, mal gucken. Ich verkaufe mal ein paar Tränke hier, ne? Weil die brauche ich eh nicht. Also die Regenerationstränke. So, ja, mache ich dir auch nochmal. So. Ja, ich habe eigentlich alles verkauft, was ich verkaufen kann. Ich auch. Dann haben wir jetzt knapp also 8000 von... Also so gesehen hat jeder jetzt 4000 Gold, ne? Ja, so ungefähr. 3900 irgendwas. Ja, wenn du ein paar Regenerationstränke verkaufst, dann haben wir die. Ja gut, dann mache ich das eben. Du wirst ja auch noch ein paar haben. Ja, die kannst du eigentlich wegschmeißen. Da hältst 10 Stück oder so. So, jetzt haben wir. Guck mal. Wieder 4250. Ja. So, was wollen wir jetzt kaufen? So, das kannst du dir selber entscheiden. Ob du jetzt auf Schaden gehst oder in der Rüstung. Weiß nicht. Ihr sucht Waffen und Rüstung? Ich habe hier alles. Das ist schon eine geile Waffe, ne? Ich weiß nicht, wie schnell man sowas findet. Ich würde mir diese Streitachse erstmal holen. Die kann ich mir locker leisten. Ja. Ne? Die kaufe ich mir mal eben. Das ist auch geil. Guck dann, mal hier, dann der Schuppenpanzer. Ja, dann habe ich ja noch 2000 gut. Boah. Ja, dann habe ich noch 2000 über für Rüstung ungefähr. Nicht ganz. So, die habe ich gekauft. Jetzt gucke ich mal die Rüstung. Ich erhalte regelmäßig neue Lieferungen. Wenn ihr also hier etwas nicht seht, kommt einfach gelegentlich wieder. Die ist auch zu teuer. Und die kann ich nicht tragen. Aber die hat auch 6 bis 18. 1400. War viel, viel billiger. Schutz 17. Ja. Ich hole mir noch diese Lederrüstung hier. Okay. Ihr werdet keine, ja, guck mal. Ein bisschen was habe ich noch. Den Rest darfst du dann ausgeben. Moment. Ich nehme mir noch. Ich versorge tapfere Abenteurer schon seit über einem Stiefel. Der Stiefel kriegt man andauernd. Aber diese Handschuhe hier zum Beispiel. Ich glaube, ich weiß, was ich jetzt mache. Ich hole mir erstmal die hier. So, ja, okay. Gut, dann hole ich mir dafür aber eine richtig gute Rüstung. Ich nehme noch die Lederstiefel, dann haben wir alles. So. Ich verkaufe dafür noch ein paar Tränke, dann hast du auch so ein bisschen Geld wieder raus. So. So, jetzt passt das wieder. Jetzt hast du wieder ein bisschen mehr Geld. So, passt. Also ich bin, denke ich... Achso, Werkstatt gibt's ja auch noch. Aber ich brauche nichts mehr. So. Schuppenhandschuhe habe ich noch nicht. Ich habe keine Handschuhe an, ne? Achso, warte mal eben. Ich kann jetzt natürlich, welches die Axt habe, die verkaufen. Fällt mir gerade ein. Ne? Kauf auch noch mal ein bisschen was, damit ich mir eine holen kann. Ja, ich überlege, soll ich mir den Morgenstern behalten? Weiß ich nicht. So. Brauchst du ja nicht, brauchst du nur eine. Ja, eben, eigentlich schon. So. So. Gut, was? Dann gehe ich mal kurz ausrüsten. Ich auch. So, jetzt habe ich nämlich eine coole Waffe. Und jetzt muss ich natürlich meine Rüstung noch. So, also die Stiefel kann ich jetzt verkaufen. Das sah auch eben geil aus, wie du eingekleidet wurdest. Das sieht auch geil. Ja, genau. Kling. Hervorragend. Okay. Du kannst ja deine andere Axt jetzt auch verscherbeln eigentlich. Das andere Kurzschwert auch. Jo. Musst du wissen. Aber wie gesagt, das ist eine Zweihandwaffe, die du jetzt hast, ne? Dann kannst du kein Schild tragen. Hab ich schon. Ich war ja kurz zum Händler. Deswegen habe ich mir auch eine gute Rüstung gekauft, damit ich mit mir einstecken kann. Willkommen zurück, mein Freund. Ja, das zweite. Meine Preise sind immer mehr. Der kann jetzt weg und. Ja, ja. Mein Stiefel habe ich jetzt verkauft. Gut, ich bin fertig. Moment, was war das denn da? Wieso habe ich jetzt noch einen Ring? Kann ich auch verkaufen. Ja, den Rest lasse ich hier drin. Können wir noch sparen. Ja? Ja. Gut. Ich muss kurz meinen Lederhelm ausrüsten. Ja. Mein Schuppenhelm. So, und dann. Bevor wir jetzt weitermachen, würde ich sagen, gehen wir mal eben kurz hier noch in der Stadt rumgucken, was hier noch so alles ist, oder? Hm. Noch kurz das ist der lila Lindwurm, den brauchen wir eigentlich noch nicht, oder? Nee. Oben links war, glaube ich, die Kneipe, wo der Typ gesessen hat, oder? Oder war das... gab es auch noch die Kirche da mit Helm. Mhm. Da hier links, da kommen wir auch gar nicht rein. Da Aus ist das Blutmoor. Da wollen wir jetzt noch nicht hin. Okay. Stimmt, da
Da geht's auch später weiter. Dann gehen wir mal eben in die Kneipe, vielleicht sitzt da ja der Zwerg. Und dann gehen wir, würde ich sagen, in die Kanalisation. Aber Moment, ja, genau. Aber wir können ja momentan gar kein Geld geben, fällt mir gerade ein. Lass mal reingehen. Ja, vielleicht will er nicht ganz so viel haben am Anfang. Mhm. Den konnten wir ein paar Mal was leihen, glaube ich. Genau. Und irgendwann hat er uns das gedankt mit Erfahrungspunkten oder irgendwas. Das war richtig viel, glaube ich. Mhm. Das war echt gut. Also man soll ruhig schon ein bisschen spendabel hier sein. Hallo, Vandala. Hast du die weggeklickt? Nein. Nee, achso. Ach, die redet doch nie mit uns. Das ist er. Geil, dass du keine Waffe in der Hand hattest und sie hält die Hand aber so. Das sah cool aus eben. So, wo ist... Hier, das ist er hier. Ein Zwerg. Dope. Hinweg mit euch. Hat eure Mutter euch nicht beigebracht, Zwerge nicht beim Bechern zu stören? Du hast gar keinen Becher. Ja? Das ist natürlich was anderes. Mein Dank für das Bier. Was wollt ihr? Irgendwelche Gerüchte. Ja, zufälligerweise habe ich den Schlüssel für eine Schatzkammer in den Hallen des Hammers. Mhm. Könnte sich als nützlich erweisen, wenn ihr euch je dort aufhalten solltet. Die Hallen des Hammers? Frag mal, ja. Das sagte ich in der Tat. Eine verlassene Zwergenfestung, weit im Norden, jenseits des Hochmoors. Ah, gut. Vielleicht später, ja. Also können wir ihn jetzt noch nicht sehen. Also wenn wir immer den Auftrag haben, ins Moor zu den Zwergen zu gehen, dann gehen wir zu ihm und holen uns einen Schlüssel. Ja. Immer kurz hier unsere Waffen speichern, die wir uns geholt haben. So, überschrieben. So, okay, dann... Darf ich ihn nicht kriegen? Ich bin hier gerade im Weg, so. So, gut, wen können wir... Die Lava da nie? Nee, ran. Ulur, ach da. Hinweg, Fremder. Ich habe euch nichts zu sagen. Seid ihr eine Drow? Frag mal. Bin ich? Nein. Ich bin bloß eine stark gebräunte Goldelfe. Ich lag zu lange an den funkelnden Stränden Evermeets. Mhm. Nun gehabt euch wohl. Unser Gespräch ist beendet. Irgendwelche neuen Gerüchte? Fragt auch nochmal. Sie sagt nichts. Gut. Die will nicht wirklich mit uns reden. Dann ist das so. Der will uns irgendwie nie hier hochlassen, das weiß ich noch. Ja, okay. Woran kann man auch nicht reden? Randala können wir nochmal kurz hier an. Ist das hier? Ich hänge hier überall fest. Ja. Rassen wir eben. Ich dachte mir, ihr würdet mich aufsuchen. Kommt, setzt euch und lasst uns den Tag genießen mit Trinken und Singen. Genau, ich kann nicht. Aber Talente. Ne, wir haben ja schon einen Auftrag. Machen wir mal später. Wir haben ja schon den Auftrag, in die Kanalisation zu gehen. Ja. So, ist hier noch einer? Mal gucken. Die wollen alle nicht mit uns reden. Du auch nicht hier? Nö. Gut, dann gehen wir raus. Wie gesagt, es gab irgendwo noch eine Kirche, der hat auch immer nur von Helm gesprochen, der eine. Also irgendwie so ein Ritter oder irgendwer saß da. Können wir auch nochmal kurz hingucken. Ja, der war auch irgendwie hier unten weiter. Und dann, die Kanalisation ist glaube ich unten links, wenn ich das richtig weiß, da dieser eine Eingang. Nein, oben rechts. Hier ist die Kirche. Kirche von Helm. Geil. Schön. Wieso ist in Baldur's Gate die Kirche von Helm? Achso, Helm ist ja der Gott. Ach ja, ja. Alessia, es wärmt mein Herz, euch wiederzusehen. Ohne euer Licht ist diese Stadt immer etwas düster. Ich hoffe, die Dinge stehen gut in Sekunden. Das tun sie, guter Horus. Allerdings verließ ich mein Heim, sobald ich euren Brief erhielt. Aha, der hat uns angeschrieben. Ja, dieser Brief. Ich schickte ihn nicht rechtzeitig. Vielleicht habt ihr es schon gehört. Eldritt wurde geschlagen. Ja. Dennoch herrscht kein eitler Friede. Ich war's. Tor. Es gibt viel zu tun für einen missionierenden Gottesmann, Alessia. Ja. Wenn ihr noch nicht mit ihnen gesprochen habt, so könnten Solus Dunkirk, Hauptmann der Wache, und Randala Brasshorn, eine Kauffrau mit gelegentlichen Aufträgen für Abenteurer, einige Aufgaben für euch bereiten. Ja, das wissen wir ja schon. Gut, dann... Ja, mach das mal. Ihr wisst, wir haben den 10. schon vor langer Zeit abgeschafft. Aber die Kirche ist immer dankbar für alles, was ihr geben könnt, Alessia. Ich werde ein andermal etwas spenden, okay. Möge Helm über euch wachen. Den können wir auch Geld geben. Anscheinend, ne? Aber das haben wir vorher, glaube ich, noch nie gemacht. Vielleicht haben wir momentan zu wenig Kohle, um was zu spenden. Okay. Ja, dann oben links war noch was, aber ich dachte, das wäre der Eingang zur Kanalisation. Ja, aber wenn wir Geld über haben, dann würde ich sagen, dann sollten wir immer irgendwie den Zwerg und Helm was geben. Ja.
So, wir gucken, hier geht's nämlich noch lang. Ja. Da unten ging's aber auch weiter irgendwann zu einer Mission. Ja, ich dachte, das wäre die Kanalisation hier gewesen. Ist es nicht? Hier kann man... Lager, da können wir aber auch rein, theoretisch. Aber da, ich glaube, das ist irgendwann eine Mission, da kommen wir eh noch rein, das weiß ich. So, dann machen wir das später. Kanalisation ist jetzt da in der Mitte so. Ja. Ist hier irgendwo, oder was? Ja, komm mit, ich weiß nicht. Ja, ich bin unterwegs. Ach da, stimmt. Ah, gut. Warte mal, da hinten rechts ist noch eine Hütte. Eine Hütte? Da war auch noch so ein Typ. Der hat irgendwie so Orakel-mäßig, glaube ich, war das. Ja, stimmt. Umduil, ja. Geiler Name. Ja, klar. So nenne ich meine Kinder auch irgendwann. Umduil. Und Lindwurm. Und Lindwurm, genau. Und Helm. So, was hast du noch mal zu sagen? Das sollte ich jetzt lieber lassen. Ich sah euch nicht eintreten. Seid ihr... sollte ich irgendetwas für euch bereitet haben? Genug geschwätzt, Graubart. Wer seid ihr? Ich? Oh, ich... das ist ganz einfach. Ich bin Omduil. Weiser und sehr. Käuflich. Auch. Aber nicht jetzt. Neue Aufträge, meine ich. Zu viel zu tun, in der Tat. Schon viel zu viele Projekte. Gut, da wäre ja schon ein Auftrag... Also das wäre auch ein Auftraggeber. Mhm. Wir können uns überall Aufträge holen. Da könnten wir speichern, will ich jetzt aber nicht. Das sollte ich jetzt lieber lassen. Stimmt. Wenn wir die ganze Zeit immer X drücken, dann sagen wir so. Nicht hier, sagt meiner, glaube ich, immer. Nicht hier.